1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut.
Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. Dis-moi, elle va baptiser. Elle est bien, quoi. Arrête-toi, vieux cachot. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Mademoiselle Marie Chaillon. Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben.
Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte: jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Ah!
Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Schlepp der Witter am Hang! Hippa, Knips! Mein lieber Vater, wir leben in ständiger Ungewissheit. Die Deutschen benutzen die Bewohner von Saint-Mihiel als lebende Schilde gegen die französische Artillerie. Ich hoffe, die Deutschen behandeln dich gut und deine Wunde verheilt langsam. Ich lege ein Foto von Victor bei und küsse dich innig von ihm. Alles Liebe. Bitte melde dich bald. Verdammt! Adieu, Klaus. Yeah!
Merci. Allez, parti.
sehr bien, sehr bien. Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Ihr nächstes Ziel? Die Rückeroberung von Port Arthur. Okay, I got my button. Go, go, go.
Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen
zum ersten Mal Chlorgas ein. Go, go, go! Come on, man. What? What?
Hey! What? What? Thank you, my friend. Can you help? Don't worry. What? Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Schicksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich Vimy näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt.
Allez, allez. Les billes. Allez. Ouais. Bien, bien. Kompanie! Lachen.
Thank you.
What? What? Baron von Dorf war erneut entwischt, aber immerhin war es Emil gelungen, Medikamente für Freddy zu finden. Schon bald waren sie wieder unterwegs. Am Ende einer Irrfahrt, die sie bis nach Reims führte, stießen sie schließlich wieder auf die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeppelins. Hey, Walt. Hey, vieni.
Angriff! Vorwärts, Marsch! Freddy!